Hallo Leute, und willkommen zu... Warte kurz. Hier ist ein bisschen noch. Oh, ich tue da gleich Klebstoff rein. Nee, das reicht so. Du brauchst einfach längere Haare, wie wär's mal damit? Das ist echt so. Können wir anfangen? Hallo Leute, und willkommen zum 18. Türchen des Adventskalenders. Und diesmal bin ich nicht allein. Ihr hättet es nicht gedacht, aber der Dr. Faustus ist doch noch mit dabei. Ja, hi Leute. Wie gesagt, und ja, war ja soweit nicht geplant, aber hat es dann doch nur gegeben, dass du jetzt hier zumindest was zum Zeichenziel sagen wirst. Ja, ist jetzt auch bei dem nicht so schwer. Also da kann man das mal machen. Ansonsten ist das eigentlich nicht so mein Thema, da ich zwar gerne Mangas und Comics lese, aber... Die interessieren so die Zeichner dahinter nicht, oder? Ja, die Zeichner dahinter sind für mich immer eher so zweitrangig. Also ähnlich wie bei mir mit Musik, die sollen einfach ihre Musik abliefern, die Musiker und die Klappe halten. Genau. Ich meine, tolle Zeichnungen sind natürlich immer schön und so, aber mich interessiert halt wirklich die Person dahinter meistens nicht noch wirklich. Ah, ja. Wird bei mir anders und... Ja, heute geht es um den Zeichner Tatsunami Yotoko. Der hat unter anderem Twin Milk gezeichnet und wir sehen auch ein paar andere Werke wie Milk Teacher oder Shui Miko-san. Alles im Bereich Soft Hentai angesehen, wobei Twin Milk, da geht der zweite Band schon mehr so richtig in den richtigen Ero-Manga-Bereich und er hat auch schon richtige Ero-Manga gezeichnet. Das scheint er aktuell nur zu zeichnen. Und ja, ich muss sagen, ich mochte seine Werke anfangs nicht wirklich. Das ist ähnlich so wie bei Ring X Mama gewesen, wo ich es auch nicht wirklich mochte anfangs. Aber irgendwann hatte ich es dann nochmal gelesen und dann gefiel mir die Werke wunderbar. Viel über ihn ist leider nicht bekannt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ein Mann ist, zumindest vom Namen her, sofern es ein richtiger ist. Sonst habe ich nur über ihn erfahren, wie gesagt, er hat einen Twitter-Account. Dort antwortet er auch, schreibt manchmal auch auf Englisch mit den Fans. Kannst du dich einfach fragen, ob er männlich oder weiblich ist dann dort? Schon mal versucht? Könnte man, ich weiß nicht, ob man sowas fragt. Okay, war jetzt bloß so ein Gedanke. Ich dachte, das wäre jetzt jemand, an dem man überhaupt nicht rankommt. Der hat auch, ja, schreibt auf Twitter wieder. Der ist auch dafür, dass wohl mehr Englisch geschrieben wird und so, damit sich halt so die Kommunikation weltweit zwischen Künstler und Fans verbessert. War recht mal interessant für ihn zu lesen. Kannst du mal den auf Twitter nach einem Interview anfragen? Gut. Mach das doch irgendwann mal demnächst. Ob du ein Interview führen kannst oder ihn irgendwelche Fragen halt schicken kannst, die halt beantwortet und wäre doch ganz cool. Stimmt, wäre auf jeden Fall eine Idee. Ja. Und ja, wie gesagt, sonst habe ich nur noch herausgefunden, dass er halt Metal mag. Und ja, mehr Infos gibt es tatsächlich. Er hat noch eine Website, auf dem seine Werke promotet werden. Aber auch da normalerweise bei den anderen Zeichnern war ja zumindest ein kleines Profil da über sie. Habe ich da jetzt nichts gefunden. Halt nur eine Auflistung seiner Werke und so CG-Bilder, die er gezeichnet hat. Er zeichnet halt Manga. Er war wohl auch mal im Doujinshi-Bereich tätig. Und er zeichnet auch Artworks wohl für Spiele. Dieser Zeichenziel gefällt mir sehr, sehr gut. Und wie sieht es bei dir aus? Ich habe Twin Myth auch online durchgeschaut. Auf Englisch sogar. Also Fan-Übersetzung, ja. Und mir hat der Zeichenstil am Anfang auch nicht so gut gefallen, aber nach einer Zeit lang ist man halt drin. Also was mir am Anfang halt negativ aufgefallen ist, wenig Details, was es bei einem Hentai jetzt nicht so wichtig ist, zumindest jetzt so Hintergründe oder so nicht. Den Sex, den er zeichnet, der ist vollkommen okay. Seine Frauen haben halt Brüste, die teils doppelt so groß wie ihre Köpfe. Ja, gut. Und manchmal sind bei seinen Frauen die Gesichtsausdrücke ein bisschen, also wirken ein bisschen dämlich, muss man sagen. Also es ist gewöhnungsbedürftig, die sehen teils ein bisschen dumm aus. Wenn man drin ist, dann fällt es gar nicht mehr so auf und dann stört es auch gar nicht mehr so. Aber er ist jetzt aus meiner Sicht nicht der begabteste Zeichner. Oh, interessant. Also er hat halt schon seinen Stil und ist auch gut, dass er den fährt. Und wie gesagt, mir gefällt Twin Myth auch. Wie gesagt, also, dir gefällt auch das Frauendesign? Weil deshalb liegt man ja am meisten Hentai. Das ist, also. Ihr habt ja von zwei anderen gezeigt, wo die ganz hässlich gezeichnet waren. Ja, gut, das stimmt. Tatsächlich, nach dem Lesen von Twin Myth, also jetzt so allgemein, sind mir die Brüste eigentlich zu groß, ja? Aber nach dem Lesen von Twin Myth haben sie mir dann doch gefallen. Ich mag die beiden Charaktere auch. Wir hatten auch noch diese andere, diese Eriko. Diese war diese, die so ein
Die kann ich mir jetzt gar nicht mehr. Da kann ich mir jetzt ja gar nicht mehr erinnern. Kann ich bloß ich zeige dir mal ein Bild, die müsste man hier finden. Da war diese Zicke, diese so ein bisschen große Lolita angehaucht. Ja, gut, aber die hat ja keine Erotik sehen. Die hat keine Erotik sehen, aber die hat doch diese Affäre mit dem Mann von. Ja, gut, schon das, das kam am Ende raus. Ich weiß noch, die hat's da, die haben es doch irgendwie zu dritt auch mal so lange getrieben, dass die einen die Zeitverfolgung vergessen hat. Und da hat sie irgendwie, ja, genau, ihr Kind unten in der Wohnung so lange allein gelassen, auch vergessen, Essen zu machen. Ja. Und so. Wie gesagt, das ist halt. Und wie gesagt, ich fände das Ende halt ein bisschen komisch. Es wirkt wie abgebrochen. Weil am Ende erfahren, kommt halt raus, dass diese Eriko mit dem Mann von der einen Affäre. Und das dann, stimmt. Das letzte Kapitel ist ein Strandkapitel. Und dann, aber er hat, der Zeichner hat selbst gesagt, der Manga wurde nicht abgebrochen. Vielleicht hat er keine Lust mehr gehabt. Kann auch sein, dass er vielleicht selbst noch zwei Bänden gereicht hat. Wobei aktuell, ich wurde vor, das ist auch aktuell Zeit, in der irgendwie im. So eine Fortsetzungsepisode, also ein neues Kapitel jedenfalls ist aufgetaucht. Vielleicht beschäftige ich das nochmal damit. Kann gut sein, es ist ja, kommen wir wieder, für einige Zeit kommen wir auf ihre Werke zurück. Und Interesse an seinen anderen Werken, wie die hier zum Beispiel noch stehen. Hatte ich ja auch mal reingeschaut, also den hier fand ich vom Durchschauen auch ganz okay. Allerdings, der hier hat mir nicht so gefallen. Den fand ich relativ langweilig vom Durchschauen, diesen Milk. Kann jetzt auch nicht genau sagen, worum es war. Irgendwie, der sah halt von der, der sah von der Erotik und so einfach im Gesamtpaket vollkommen. Aber Bilder zeigen wir jetzt nicht raus. Ein paar harmlose Sachen. Wobei, hier geht es eigentlich mit seinen Gesichtern. Also, ich finde, hier hat er ein bisschen besser abgeliefert als bei Twin Milk. Das sind ja vollkommen, vollkommen legitim, Twin Milk. Aber bei Twin Milk manchmal, da waren die. Deswegen haben die ein bisschen komisch geguckt. Oder kannst du mir auch mal. Ja, das geht dann mal Spaß. Ja, ich zeig schon nichts Schlimmes. Ja, das ist auch hier so eine. Man sieht es hier aber auch vom Cover so ein bisschen, vielleicht weiß ich von den Gesichtern meine. Also, ihr habt ja die Gesichter und stellt euch die mal vor mit naja, diversen anderen Gesichtsausdrücken. Das sieht schon ein bisschen komisch aus. Würden dich denn von ihm diese. Er hat hier die übergroßen Brüste, wie gesagt, doppelt so groß wie deren Köpfe. Ich habe auch nochmal die Gesichtsausdrücke. Mir geht's eigentlich auch noch auf den Cover. Und würdest du auch seinen anderen richtigen Ero-Manga lesen? Also letztens irgendwie so eins mit so einem, da habe ich mal die ersten zwei Kapitel gelesen, mit so einem, mit so einem Büro-Tussi, so einem Gallen, so einem Büro, irgendwie so eine Chefin von so einer Modeagentur ist. Und irgendwie, da ist aber nur ein einziger Typ mit. Irgendwie ihr Stiefbruder. Und der vögelt sich dann quasi durch die ganze kleine Firma. Okay. Weil jede, ich habe da sind fünf Mitarbeiterinnen und diese Chefin und alle stehen natürlich auf ihn. Würde ich denke mal so viel Sex wie hier drin geben oder vielleicht noch mehr so. Vermutlich noch mehr. Ich finde eigentlich Twin Myth hat schon viel Sex. Ja, jedes Kapitel hat eine Szene, ja. Ja, gut, der zweite war vielleicht noch ein bisschen so von der Art der Szene noch ein bisschen expliziter. Ja, genau. Das stimmt schon, aber allgemein ist eigentlich schon ein solider Hentai-Manga. Ja, wie gesagt, zeichnerisch. Ich habe es geschafft, reinzukommen und ich kann doch mit leben, aber er ist für mich einfach jetzt nicht der begabteste Zeichner. Ja, gut, also, jetzt wird es in deine Top 10 Hentai-Zeichner? Nee, ich habe einen Haufen Hentai-Manga, die schöner gezeichnet sind als Trinity. Ja, gut, das. Da habe ich tatsächlich reichlich mehr, aber wir an sich ein toller Zeichner, trotzdem gute Zeichnungen und ja, seine Geschichten sind jetzt auch nicht so schlecht für ihn. Ja, und wen interessiert so die Geschichte letztendlich bei einem? Ach, ich weiß nicht, ich hab Twin Myth ein bisschen mehr als überflogen. Ich habe manche Kapitel sogar richtig gelesen, zum Beispiel das mit den Cheerleadern, wo ich halt Cheerleader verkleidet haben und so. Und die waren schon sympathisch, die Charaktere. Ja, sympathisch waren die Charaktere. Oder wo die eine auch die Geschichte von ihren Mann erzählt hat, der irgendwie auch mal so an der Schule so ein Football- oder Baseball-Star war, also wo wir noch in der Schule waren, und die es dann halt auch mit ganz vielen anderen Frauen irgendwie mit denen getrieben hat, der sie quasi zu seinen Haaren gehört und hat sie später geheiratet. Oh. Also fand ich von der Geschichte eigentlich okay. Wie findest du so dieses Thema, die wird in Milf Jauch angesprochen, so von dieser frustrierten Hausfrau, denn ihr Mann rührt sie nicht mehr an, weil ihr Mann halt nur Frauen mit kleinen Brüsten macht, weshalb er auch mit dieser Eriko dann in der Affäre eingeht. Eigentlich auch ein interessantes Konzept. Ja, haben wir ja nun sehr oft in irgendwelchen. Ja, frustrierende Hausfrauen kann man halt machen. Wird es auch in Wirklichkeit halt gegeben. Ja. Deswegen, warum nicht, vollkommen legitim für den Hentai-Manga. Tja, ich glaube, das war es heute. Ja, das war dann das 18. Türchen und wir sehen uns dann beim 19. wieder. Ja, bis.